Jo, hallihallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück hier zu Railway Empire 2. Ja, wie ihr seht, ich bin hier am Bahnhof von Boston und ich habe Folge 3 quasi aufgenommen und das Chaos ist natürlich immer größer geworden. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einen Neustart zu machen, auch weil ich ganz schnell ins Minus gerutscht bin, dort nicht mehr rausgekommen bin. Ich habe dann noch einen Kredit aufgenommen auch und eine neue Eisenbahnlinie gebaut und das war alles völlig fehl am Platz. Und ich möchte jetzt einfach auch mit dem Schienennetz versuchen, besser zu arbeiten. Und deshalb will ich erstmal versuchen, das meiste so weit wie möglich erstmal nur mit einer Linie abzudecken. Und wie es mir unter dem ersten Part aus der Kampagne auch als Tipp in die Kommentare geschrieben wurde, werde ich jetzt erstmal von Boston nach Portland gehen. Und dazu brauchen wir als erstes mal einen Bahnhof dort. Und den werde ich versuchen auch natürlich so gut wie möglich anzusetzen, dass wir gut von Boston hier rankommen. Und dann auch gut von dort weiter vom Kelly Rust kommen. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon Kelly Rust gehießen hat. Ne, ich glaube eher nicht. Aber ich weiß nicht, es gab heute auch, bevor ich das Game gestartet habe, ein Update. Mit 3, noch was Gigabyte. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt neu dazugekommen ist. Ob da nur Fehler behoben wurden. Weiß ich nicht. So eine Erfahrung mit dem Game habe ich jetzt auch noch nicht. Und ja. Aber, dass ihr Bescheid wisst, ich möchte jetzt nach den zwei ersten Folgen nochmal den Neustart probieren, um einfach den Versuch zu starten, ob ich das mit dem Schienennetz einfach besser hinbekomme. Ne, das war einfach zu wild gewesen alles. Da wäre irgendwann das Chaos noch größer geworden und ja, also von daher wollte ich jetzt nochmal den Neustart machen und ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht zu böse mit. Denn es ist einfach, denke ich, die bessere Variante, als dort in dem Chaos erstmal aufräumen zu müssen und dann wahrscheinlich aber doch auf keinen grünen Zweig zu kommen. Deshalb möchte ich jetzt gleich probieren, hier nochmal besser zu starten einfach, ne? Aber ich würde sagen, da wir ja mit demselben Gleis rein wie rausgehen müssen, werde ich das am besten, na, ich würde sagen, wir setzen in der Mitte an und gehen hier von der Mitte auch wieder raus, denn hier nach oben gesehen müssen wir ja dann eventuell von hier auch noch mal raus und in die andere Richtung ja kommt oder gehen, ist ja nun das eigentlich dasselbe, ne? Dann haben wir da halt noch Platz. Ich hoffe, dass ich da jetzt richtig denke, aber ich denke schon, warum 263.000? Boah, das ist ja teuer. Hier ist doch nichts drinnen, ne? Ja gut, wahrscheinlich habe ich zu lang gebaut. Ja, wir lassen das jetzt so, ne?
Weil mir gefällt das so hier ein bisschen, weil hier ja nichts ist, so ein bisschen einfach Platz zu sparen und hier am Ufer lang zu gehen. So, gut. Also, machen wir das. Und dann müssen wir natürlich... Das ist natürlich nicht ganz die Mitte. Ganz die Mitte geht halt auch nicht. Aber dann gehen wir hier auch an das Gleis wieder ran. Und gehen von... Naja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Müll. So, wir brauchen ja dann auch Zucker, ne? Wir brauchen ja auch Zucker auf jeden Fall. Da müssen wir ja auch erstmal einen neuen Bahnhof noch machen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? So, wie ist denn das jetzt? Wie platziere ich denn am besten? Ich würde sagen... Ja, ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg ist, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Ja, komm. Wir platzieren den jetzt so und machen dann jetzt genau. Wir müssen hier ran. Und dann schauen wir mal, dass wir das jetzt einfach Da können wir jetzt natürlich an die... Warte mal, wenn ich dann hier rumgehe... Nee, an die letzte Schiene schießen wir nicht an. Wir schließen das auch nicht an die erste an. Dann würde ich sagen, dass wir da auch so die Mitte nehmen. Ne? Wenn wir hier noch irgendwas... Ja. Mit aber viel günstiger werden wir es dann nicht bekommen, ne? Nee, viel günstiger bekommen wir es nicht. Aber dann machen wir das. So, dann haben wir den Zucker angeschlossen. Und dann... brauchen wir dann auch das Bier, ne? Bier brauchen wir dann. Gut, wir hätten natürlich auch hier den Zucker herholen können. Ich gucke jetzt mal. Warte mal. Wir müssen erstmal bauen, ne? Nee. So. Wie ist denn das jetzt am besten? Albany ist hier. So. Ja. Dann gucken wir einfach, dass wir jetzt von der anderen Seite rausgehen, ne? Also. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall an die anschließen, ne? Das ist ja auch eigentlich nicht verkehrt. Und dann würde ich sagen, dass wir natürlich hier auch erstmal... So, hier ist ja das Indianerdorf.
natürlich hier auch erstmal gucken. Ja, nochmal das Kommando zurück. Wir müssen erstmal einen Bahnhof machen. Dass wir halt hier zum Zucker auch gehen. Und von dem Zucker dann halt nach Albany, ne? Albany ist hier, ne? Oder? Warte mal, nee, wo waren das jetzt? Albany ist hier, ne? Sehe ich das irgendwo? Nee, so nicht. Gut, ich schaue nochmal. Albany ist hier, genau. Das war dann quasi von hier gleich nach Albany gehen, ne? Erstmal. So. Nochmal Bahnhof. Da ist Albany, genau. Ja, ich weiß nicht, wenn wir den Bahnhof hier vielleicht hinmachen, ne? Das sollte sich wahrscheinlich ganz gut machen lassen. Vielleicht sogar auch hier so ein bisschen mehr rein, ne? Hier ist ja kein Wohngebiet. Genau, vielleicht aber auch noch ein kleines bisschen schräg, damit einfach auch der Weg nach unten noch besser gegeben ist. Was war das jetzt? Ach so, weil ich die Shift-Taste gedrückt gehalten habe, ich Idiot. Ich Trottel. Brauche ich mich nicht wundern. Gut. Also Leute, ich hoffe, dass ihr mir nicht zu böse seid, dass ich jetzt den Neustart nochmal gewagt habe, ne? Kann einfach nur besser werden. Und ja, genau, ich hoffe, dass ihr trotzdem dabei bleibt und dass wir zusammen hier wachsen. Gerne natürlich immer wieder Tipps und Tricks gesehen, ne? Ratschläge, wie auch immer. So, wir müssen natürlich jetzt sehen, dass wir am besten auch hier in die Mitte rangehen, ne? Nee, ich will die Brücke nicht. Mal nur zurück. Gut, kriegen wir die Brücke weg? Funktioniert doch schon mal. Kriegen wir das noch ein bisschen tiefer, das Ganze? Hier vielleicht noch? Nee. Gut, dann lassen wir das jetzt so. Dann lassen wir das jetzt so. Tja, ich hätte hier eigentlich trotzdem ganz außen rangehen können, glaube ich. Naja, gut. Weiß ich nicht, ne? Ja, wir lassen das jetzt so. Hier sind ja noch Äpfel. Ja, wir lassen das jetzt so, ne? Gut. Dann gehen wir von hier aus weiter.
nach Albany. Gucken natürlich, dass wir bestmöglich hier für andere Schienen noch ein bisschen mehr Platz lassen. Na gut, eine kleine Brücke brauchen wir ja, ne? Da kommen wir nicht drum rum. Und wir müssen natürlich in Albany erstmal einen Bahnhof bauen. So. Mach erstmal den Bahnhof ganz in Ruhe, eins nach dem anderen, ne? So. Ja, vielleicht sollten wir den so hier lassen, ne? Gut. Das hätten wir. Dann können wir jetzt die Schienen also anschließen. So. Warum sind wir jetzt schon bei... Wir versuchen so ein bisschen fortzudenken, ob ich richtig denke, weiß ich natürlich nicht. Aber ich versuche es zumindest, ne? So, und hier sollten wir jetzt, oder können wir jetzt, glaube ich, ziemlich weit an den Rand gehen. Ja, ich glaube, dass das am besten ist, ne? Wir lassen mal eine Schiene frei. Gut, können wir hier noch irgendwas günstiger machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Können wir die Brücke noch ein kleines bisschen tiefer bekommen? Hier geht es noch ein bisschen runter. Das funktioniert schon mal nicht. Aber jetzt kriegen wir die Brücke hier noch ein bisschen gedrückt, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Naja, gut, wir lassen das jetzt so. Wir haben noch ein bisschen was rausgeholt. So. Und dann gehen wir am besten jetzt ne, das reicht erstmal, ne? Ich würde fast sagen, das reicht erstmal. Genau, dann haben wir erstmal so weit wie möglich alles, was wir zum Anfang brauchen, ne? Wir haben Albany angeschlossen, Boston, Portland und wir müssen natürlich noch Kelly Rust anschließen, ne? Gut, wir müssen noch Kelly Rust anschließen. Aber das können wir machen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, wa? So. Gehen wir hier ran. Alter, wo ist denn jetzt das Problem?
Wir dürfen jetzt natürlich nicht die anderen Wege verbauen, ne? Aber wir können ja auch irgendwie Brücken bauen und so, ne? Das ist natürlich jetzt schon wieder ein Experiment, was ich hier mache. Und wahrscheinlich kein sinnvolles, ne? Und ich werde hier an die Schiene rangehen. Nee, an die hier, ne? Ja, ich will die den Tunnel nicht da haben, ne? Kannst du ja vielleicht lassen, ne? So, das geht ja noch. Ja, das ist blöd, was ich gemacht habe, ne? Wir ändern das nochmal. Und zwar muss ich die jetzt zwar abreißen hier. Dann machen wir das jetzt anders, ne? Dann gehen wir hier ran. Aber das geht ja nicht. Ah, nein. Das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen, ne? Das müssen wir so machen. Aber dann machen wir das jetzt anders, als wie ich vorhin wollte. Dann machen wir das so. Ja, das wird blöd sein jetzt, ne? Und dann gehen wir jetzt von der... Vielleicht...
Na, hier ziemlich ran, ne? Vielleicht auch nicht hier, vielleicht. Ja, ich kann jetzt überlegen, wie ich will, ne? Irgendwo muss man seine Erfahrung her sammeln und ich möchte die gerne sammeln. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr mich da ein bisschen unterstützt dabei und dass ihr halt vielleicht so ein bisschen meine Unbeholfenheit im ersten Moment so ein bisschen feiert, vielleicht auch, könnt ihr gerne machen, ne? Genau. So. Albany haben wir ja angeschlossen. Gut, dann bauen wir die Strecke jetzt. Warum kostet die aber... Warum kostet die aber so viel, ne? Das frage ich mich jetzt wirklich. Das wird schon seinen Grund haben, ne? Gut, wir bauen die jetzt und dann haben wir das hoch. Jetzt können wir ja vom Kellyplatz dann auch weitergehen. So. Aber wir haben jetzt erstmal wirklich alles, was wir brauchen. Den Zucker haben wir gar nicht angeschlossen, ne? Ich bin ein Trottel, ne? Ja, okay, wir haben ja die 316.000 wieder gekriegt. So wie es aussieht. Und dann, ja, müssen wir jetzt nochmal den Plan ändern, ne? Müssen wir jetzt nochmal den Plan ändern. Genau, das ist nämlich... Das ist auch doof. Warum habe ich denn das eigentlich überhaupt so gemacht hier? Warte mal, hatten wir Zucker woanders? Erstmal. Ja, hier ist ja Zucker. Ja, gut, gut, gut. Dann, ja. Mein Gott, dann habe ich jetzt die Schiene schon wieder umsonst weggerissen. Naja, gut. Kann nur besser werden, ne? Okay. Und dann jetzt, ein letztes Mal. Und deswegen wollte ich dann jetzt auch gut, da könnten wir eigentlich auch ganz außen brauchen wir auch nicht anbauen. Ja, wir machen es wie folgt. Ich hatte ja gedacht... Ja doch, wir werden es hier ganz vorne anschließen. So. Genau. So. Und dann können wir nämlich von hier jetzt nochmal eine Schiene von hier aus. Zu uns nach Boston wieder bauen, obwohl. Ist eigentlich Quatsch. Nee, das lassen wir mal lieber. So,
dann können wir jetzt so unsere erste Zuglinie losschicken, ne? Und die deckt erstmal alles ab. Normalerweise. So. Ja, aber das sieht gut aus. So, die soll... Ja, ich baue doch noch eine Schiene. Ne? So, und die bauen wir nämlich dann jetzt nicht. Ja. Wollen wir nämlich ja, ganz ehrlich, ich würde die eigentlich gerne. Als Reicher ranbekommen, ne? Oder man sagt natürlich, dass man den Punkt hier noch mal ganz weg macht. Oder ich mache die ganze Schiene noch mal weg. So, dann gehen wir hier ran. Machen wir so. Das war nicht so viel Kosten haben, ne? Aber das ist auch blöd, weil dann kommen wir wieder nicht. Nee, das ist alles blöd, ne? Wir lassen jetzt erstmal die erste Zuglinie starten. Und dann setzen wir halt in Kelly Rust an, ne? Genau. Ich wollte eigentlich in Boston starten, aber warum so schwierig machen, ne? So, dann nehmen wir die John Bull. Beladung automatisch. Fang hier Kelly Rust an. Dann nach Portland. Von Portland nach Boston. Nach Malone Stop. Und dann nach Albany, ne? So. Dann haben wir schon mal das alles, was wir jetzt erstmal brauchen, abgedeckt. Und dann haben wir nicht so ein Chaos, wie ich zuerst gestartet habe. Gut. Das können wir bestätigen, ne? Dann gehen. Gestartet ist es jetzt eh. Gut. Was? Die Route deiner Zuglinie verläuft auf Gleisen, die für beide Richtungen freigegeben sind. Und die Route bietet keine Ausweichmöglichkeiten. Wenn mehr als ein Zug auf diese Route verkehrt, wird es zu Konflikten kommen. Trotzdem bestätigen, weil wir haben ja erstmal nur einen Zug. So. Gut, das hatten wir schon mal gelesen. Wer es lesen möchte, gerne Pause drücken, ne? Aber wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Geschäfte. Denn von nix kommt ja nix. Und genau, dann kümmern wir uns jetzt um die Wartungsstation, und zwar werden wir eine hier in Albany machen. Hier ist der Bahnhof. Da machen wir erstmal eine Wartungsstation, ein Wartungsdepot.
Ihr wisst, was ich meine. Und wir machen ein Wartungsdepot hier in... Ja komm, wir machen in Boston 1. Wir hätten auch in Portland 1 machen können, ne? Naja, gut. Okay, aber das müsste erstmal zu lang. Und dann machen wir jetzt noch Versorgungstürme 1, 2 erstmal. So. Einen werden wir hier mal hinmachen. So ein bisschen in die Mitte, so, ne? Zack. Machen wir hier auch noch einen. Ja, ich glaube, das kann nicht schaden, ne, fürs Erste. Machen wir erstmal 3 Stück. So. Und dann machen wir hier zwischen Malone und Albany noch einen. Zack. So. Gut, dann müsste das theoretisch, rein theoretisch erstmal laufen, wa? Gut, der ist ja schon wieder zurück. So schnell geht das. Ist hier schon was passiert? Noch nicht. Aber warum fährt er jetzt schon wieder zurück? Ja, wir müssen Holz bevorzugen. In Portland bevorzugen wir erstmal Passagiere. Und in Boston auch. Und aus Albany holen wir erstmal Bier, ne? Am besten. So. Ach, Quatsch. Ja doch, haut hin. John Bull erreicht 32 km/h. Das hat man auch schon, wie gesagt, wer es gerne lesen will, bitte Pause drücken, ne? So. So Leute, ich hoffe, dass das jetzt läuft hier. So, was hatten die Lok jetzt? Wir fahren mal mit und schauen mal. Ja, schade, dass ich nicht. Jetzt mal. Das ist nur Fleisch, ne? Natürlich schlecht. Das Fleisch weg. Und in Portland auch erstmal. Nee, Quatsch. Wegnehmen. Hier in Portland habe ich es weggenommen, ne? Bestätigen. Mal gucken, was jetzt passiert.
Hier ist noch gar nichts passiert, ne? Nee. Ja, wir kaufen jetzt das Fleisch. Hoffen wir mal, dass es selber nie kauft. Ja gut, wir kommen ja erst nach Boston, ne? Ach, ich wieder. Die Anhänger wären auf jeden Fall weniger. Es kommt aber wieder welches dazu, ne? Da habe ich doch auch schon wieder ein kleines bisschen falsch gedacht, ne? Ist natürlich nicht so das Gelbe vom Ei. Hier werden wir ja auch kein Fleisch los. Ja, und hier habe ich ja doch so Fleisch weg. Bestätigen. So, und dann hier noch mal zum Holz, da machen wir Kühe auch erstmal weg. So, dann haben wir hier Holz, Passagiere von Melon Stop Zucker. Genau. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Nicht so einfach das Ganze, ne? Aber da kommen wir auf jeden Fall dahinter, ne? Mir macht es auf jeden Fall riesen Spaß, ne? Das Ganze so für mich auch zu verinnerlichen und das rauszubekommen. Natürlich, wie gesagt, gerne mit eurer Hilfe, ne? Gespannt, nicht? Ich muss auch noch mal die Sounds überprüfen, denn mir kommt die Hupe so leise vor, ne? Vielleicht hat sich durch das Update irgendwas in den Einstellungen verändert. So, werden wir hier irgendwas los? Nee. Den Albany kriegen wir wahrscheinlich 7610, wie es aussieht, ne? Wir können ja mal ein Stückchen mitfahren, ne? Ja, die Hupe kommt mir extrem leise vor. Da muss ich auf jeden Fall dann nochmal nach der Folge in den Einstellungen nachschauen.
Strecke sieht auf jeden Fall richtig nice aus hier. Eine wunderbare Landschaft. Hier haben wir die Brücke. Nice, nice, nice. Gut, hier haben wir Passagiere drin. Dann haben wir einen Postwagen, ne? Ja. Und hier haben wir überall Fleisch. Das soll sich natürlich ändern. So, jetzt kommen wir wohl an. Das müsste ja Albany sein, ne? Schauen wir jetzt mal, ob wir hier ein bisschen Fleisch loswerden können. Ich hoffe es, ne? Sieht ganz so aus. Jawohl, jawohl, jawohl. Vielleicht nimmt er gleich ein bisschen Bier von hier mit. Gut, wir haben plus 644.000 gemacht. Das ist gut. Erstmal, ne? Und ich hoffe, dass sich das diesmal auch nicht so schnell ändert, ne? Das sieht doch gut aus. Mal gucken, was er jetzt auflädt. Lädt er überhaupt was auf? Ich habe ja Bier priorisiert, ne? Normalerweise. Albany habe ich Bier priorisiert. Ah, der wird wahrscheinlich gewartet, hä? Wird gewartet, hier steht's, jawohl. Jawohl. Ja, das erste Mal habe ich das alles so ein bisschen zu sehr überstürzt. Mir war nicht mehr ganz klar, was ich im Tutorial gelernt habe. Ne? Alles so ein bisschen durcheinander geworfen und am Ende war es ein großes Chaos. Und das will ich jetzt versuchen, so ein bisschen oder dem so ein bisschen vorzubeugen. Ne? Dass das diesmal nicht so schnell passiert. Kann natürlich irgendwann auch wieder so weit sein, dass es passiert. Aber wir werden sehen, dass wir diesmal uns erstmal auf die Quests konzentrieren. Ich habe ja schon Schienen wohin gebaut auch, wo ich hätte noch gar nicht hinbauen brauchen unbedingt. Deshalb werden wir schauen, dass das diesmal eine bisschen bessere Nummer wird. Und ich würde sagen, Leute, die Folge wird lang genug hier sein und ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen und ihr seid mir nicht zu böse, dass ich neu gestartet habe. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Like. Kommentiert natürlich auch gerne und über ein Abo würde ich mich besonders freuen, denn dann könnt ihr nichts Neues mehr verpassen. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Und er nimmt jetzt Bier mit. Bleibt mir gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.